Liebe Freunde, es scheint ein Ruck durch Fernsehen Deutschland zu gehen und langsam, ganz, ganz langsam scheint man sich von den festgefahrenen, ja fast schon verkrusteten Standards zu lösen und sich peu à peu aus dem Korsett der Sehgewohnheiten zu befreien, auch indem man sich an ausländischen, natürlich überwiegend amerikanischen Produktionen orientiert. Aber eine Orientierung muss noch lange keine Imitation sein und kann auch ziemlich gut funktionieren, wenn man mit dem Originalstoff, sofern es denn einen gibt, respektvoll umgeht und gleichzeitig ja so eine eigene Note reinbringt. Das wissen wir ja auch nicht zuletzt von Serien wie Stromberg zum Beispiel oder Pastewka, die beide Vorbilder aus England bzw. aus Amerika haben. Und derzeit gibt es eine neue sechsteilige Mini Serie bei Entertain TV Serien mit Jan-Josef Liefers und Martina Gedeck in den Hauptrollen, und zwar Arthurs Gesetz. Und ich durfte mir schon vorab die ersten drei Episoden anschauen und erzähle euch jetzt mal live und in Farbe, was man von der sehr, sehr schwarzhumorigen Serie erwarten darf. Liefers und Gedeck spielen das Ehepaar Arthur und Martha Arnepohl. Er, ein eher schüchterner, zurückhaltender Arbeitsloser, der bei einem vorgetäuschten Arbeitsunfall seine Hand verloren hat. Sie, sehr dominant, herrisch und auf den ersten Blick eigentlich unausstehlich. Wir müssen unbedingt sparen. Die ganzen Versicherungen zum Beispiel, brauchen wir die unbedingt? Angenommen, dir stößt auf Arbeit was zu. Die Berufsunfähigkeitsversicherung hier kommt dann für uns auch. Du willst, dass ich mir meine rechte Hand absäge? So wie du das sagst, klingt das ziemlich brutal. Die beiden wohnen im fiktiven Dörfchen Klein-Biddenbach, wobei die Location-Scouts hier wirklich ganze Arbeit geleistet haben und das wirklich überall in der deutschen Provinz sein könnte, ob neue oder alte Bundesländer. Es ist wirklich so eine Art Querschnitt aller deutscher Käfer sozusagen. Und an seinem 50. Geburtstag, der natürlich erstmal genauso trostlos verläuft, wie man sich das vorstellt, hat er zunächst mal einen Termin bei seiner Beraterin im Jobcenter, die von Nora Tschirner gespielt wird, und macht dann eigentlich zum ersten Mal seit Ewigkeiten was Unerwartetes und Spontanes und geht einfach mal zum ersten Mal in die Dorfkneipe, wo er die junge Prostituierte Jessie trifft. Jessie wird gespielt von der bezaubernden Christina Dorego und verdreht Arthur natürlich direkt den Kopf. Weißt du, warum ich ältere Männer besonders anziehend finde? Wegen euren freischwingenden Eiern. Ist nicht so wie bei den Jungs in meinem Alter, wo die so straff wie Haselnüsse unterm Schwanz kleben oder ganz verschwinden, je geiler sie werden. Nee, so ab 40, 45, da ist das eine ganze hängende Handvoll. Immer. Und ich liebe das Geräusch, wenn sie beim Vögeln so richtig schön gegen meinen Hintern klatschen. Auf dich, Arthur. Und damit wird eine Verkettung von wirklich wilden Ereignissen in Gang gesetzt, die das Leben von im Prinzip allen Bewohnern von Klein-Biddenbach komplett auf den Kopf stellen. Die Serie wurde schon im Vorfeld als eine Art deutsches Fargo bezeichnet. Das ist natürlich in erster Linie ein Kompliment, tut der Serie aber gleichzeitig ein bisschen Unrecht. Natürlich denkt man automatisch bei den teils sehr, sehr makabren Situationen, dem besonders am Anfang gleich dusselig und trottelig wirkenden Arthur und der fast schon unerträglich bestimmenden und dominanten Frau, an die erste Staffel von Fargo und dann Martin Freeman. Aber Arthurs Gesetz macht eben genau das, wovon ich eingangs gesprochen habe. Man orientiert sich, man verneigt sich, man versäumt es aber keinesfalls, ja, so eine eigene Identität aufzubauen und eine eigenständige Geschichte zu erzählen. Das gelingt der Serie nämlich erstaunlich gut. Der Headwriter der Serie, der 32-jährige Berliner Autor Benjamin Gutsche, ist bekennender Fargo-Fan und geht damit auch ganz offen um, warum auch nicht. Trotzdem ging es ihm nie darum, die erfolgreiche US-Serie für den deutschen Markt zu adaptieren oder irgendwie zu kopieren. Wie Liefers selbst mal in einem Interview gesagt hat, haben die Coen-Brüder ja sowieso die Messlatte sehr, sehr hoch gesetzt. Damit will man gar nicht konkurrieren oder sich irgendwie daran messen lassen. Gutsche hatte ursprünglich sowieso einen ganz anderen Auftrag. Für die Produktionsfirma Good Friends sollte er nämlich in Kurzfilmen oder Kurzfilmchen urbane Mythen und Alltagslegenden abbilden. Bei der Recherche stieß er auf einen Fall von Versicherungsbetrug, bei dem ein Mann sich eben selbst eine Hand abgetrennt hat. Allein daraus hat er in seinem Kopf dann eine ganze Serie gesponnen und gemacht und die Produzenten waren auch direkt so begeistert, dass sie in den Piloten investiert haben, obwohl der Auftrag ja eigentlich ein anderer war. Ein wesentlicher Faktor für Gutsche war dabei die Tatsache, dass er nicht fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen und auch nicht fürs Privatfernsehen geschrieben hat. Somit hatte er, wie er selber gesagt hat, keine Schere im Kopf und konnte das Skript dann so umsetzen, wie er sich das auch ursprünglich vorgestellt hatte. Also morbide, schwarzhumorig und zum Teil auch brutal, ohne dabei aber irgendwie lächerlich oder völlig übertrieben zu wirken. So eine Prise Coen-Brüder eben wirklich. Und gleichzeitig konnte Gutsche gleich das gesamte Pulver verballern und praktisch aus allen Rohren feuern, denn er wollte und er musste auch nicht für eine eventuelle zweite Staffel irgendwie Material zurückhalten, der für ihn von Anfang an klar war, dass er eine in sich geschlossene und abgeschlossene Handlung darstellen will.
Und diese Handlung erinnert in teils skurrilen Situationen wirklich an Werke der Coen-Brüder. Wie gesagt, wirkt das Drehbuch aber trotzdem keinesfalls irgendwie abgeschrieben oder kopiert. Und die Vorkommnisse, so absurd sie sein mögen, sind in sich stimmig und passen einfach wirklich auch zu der gesamten Atmosphäre. Klein Binnenbach ist wirklich der perfekte Querschnitt durch die deutsche Walachei und könnte wirklich überall liegen. Gedreht wurden die meisten Szenen tatsächlich im oberfränkischen Marktredwitz. Und auch das Gefühl und dieses Flair, wenn man es denn so nennen will, der deutschen Kleinstadt ist wirklich sehr, sehr gut eingefangen. Jeder kennt jeden. Es ist zum Teil wirklich sehr, sehr trostlos, zumal das Ganze auch noch im Herbst spielt. Es ist also wirklich so meistens grau. Man fühlt sich also wirklich direkt hineinversetzt ins kleinstädtische Kleinbinnenbach. Und auch viele Charaktere sind vielleicht leicht überzeichnet, aber fügen sich eben sehr, sehr stimmig in dieses Gesamtbild ein. Nora Tschirner zum Beispiel spielt, wie erwähnt, die Beraterin von Arthur beim Jobcenter. Tschirner ist dabei eigentlich kaum wiederzuerkennen. Gefärbte Haare, gefärbte Augenbrauen sogar, Tattoos und hochschwanger. Spätestens an ihrem lockeren Mundwerk erkennt man sie dann aber direkt. Wobei das hier auch noch in so eine gehässige Richtung ausschlägt, da ihre Figur auch so ein Paradebeispiel für diese Sachbearbeiter ist, die ihre Machtposition so ein bisschen ausnutzen und alle Arbeitssuchenden eigentlich prinzipiell als Schmarotzer betrachten. Ja. Du Schatz, ich muss hier mal Schluss machen, ist gerade wieder jemand reingekommen. Und du kennst das ja, die mit der meisten Freizeit haben es immer am ehrlichsten. Christina Dorego spielt, wie gesagt, die Prostituierte Jessie, die Arthur völlig den Kopf verdreht. Christina Dorego kennen einige von euch bestimmt aus der Serie Pastewka, wo Sebastians Nichte Kim spielt. Auch in der ersten Stromberg-Staffel hat sie mitgespielt und auch sonst sehr, sehr viele, besonders Fernsehproduktionen gemacht. Eine gebürtige Brasilianerin übrigens, sehr, sehr sympathisch. Ich finde, sie hat wirklich so eine klasse Ausstrahlung und so dieses etwas leichtgläubige, aber dennoch manipulative, das hat sie wirklich schon ziemlich gut drauf in der Serie. Also so ein Mädchen vom Dorf, das natürlich irgendwie gerne hoch hinaus will und dafür auch bereit ist, etwas, ja, fragwürdigere Sachen zu machen. Den manchmal leicht naiv wirkenden, aber hartnäckigen und aufrichtigen Dorfpolizisten gibt's natürlich auch. Der wird gespielt von Michael Klammer, der an der Seite von seiner Partnerin Muriel versucht, das Chaos, das Arthur in Kleinbinnenbach so nach und nach anrichtet, zu entwirren. Und mit seiner Partnerin Muriel kommen wir auch schon zu den Stars der Serie. Muriel ist nämlich die Schwester von Martha, Arthurs Frau, und die werden beide von Martina Gedeck gespielt. Wenn ich die Polizei hätte hier haben wollen, dann hätte ich die 110 gewählt. Ich bin die Polizei. Für Gedeck gibt es hier also wirklich eine sehr, sehr reizvolle Doppelrolle, da beide Schwestern schon zu Anfang völlig unterschiedlich sind. So sehr, dass man am Anfang eigentlich gar nicht glauben mag, dass sie wirklich von ein und derselben Schauspielerin gespielt werden. Aber auch die Entwicklung, die beide schon in den ersten drei Folgen nehmen und ich vermute in den weiteren Folgen noch durchmachen werden, sind völlig gegensätzlich, sodass es für Gedeck sicherlich auch eine große Herausforderung war, aber bestimmt auch ein großer Spaß, die beiden zu spielen. Zumal man Martina Gedeck auch bis jetzt noch nicht wirklich in vergleichbaren Rollen sehen konnte. Und Gedeck sagte in einem Interview, dass sie besonders von dem Skript und der Geschichte fasziniert war, weil es sehr, sehr gut durchstrukturiert war, auch schon in früheren Fassungen. Und weil die Figuren schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt einfach sehr, sehr stimmig waren. Und auch Liefers hat man so noch nicht gesehen. Arthur erweckt durch seine zwar naive und gutmutige, aber gleichzeitig auch tollpatschige und leichtgläubige Art in den Zuschauer so eine Art Mischung aus Fürsorge und Ärger, Empathie, aber gleichzeitig auch Unverständnis. Also man wünscht ihm zwar, der Herrschaft seiner unausstehlichen Frau zu entfliehen, fragt sich im nächsten Moment dann aber, Mann, wieso muss man das denn jetzt genau so machen? Was machst du da, Junge? So ein bisschen. Die Ohnmacht des kleinen Mannes praktisch vor Problemen, die er zwar selbst losgetreten hat, die aber auch sehr, sehr viel größer sind als er selbst und ihn eigentlich vollkommen überfordern, die ist wirklich sehr, sehr gut dargestellt und kommt in diesem, ja, Comedy-Tragik-Mix sehr gut rüber, wobei Liefers selbst das Genre eher als Comedy-Noir bezeichnet hat. Und er outete sich auch als großer Fan der Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon oder eben Entertain TV, die das Fernsehen laut Liefers vorerst auf der rechten Spur überholt haben. Man habe dort einfach ganz, ganz andere Möglichkeiten. Er sagt, es gibt für die Mainstream-Unterhaltung besonders in Deutschland bestimmte Richtlinien und wenn man diese an zwei, drei Stellen überschreite, würde man direkt strafversetzt werden auf einen Sendeplatz ab 23 Uhr. Und genau diese Freiheit war es, die ihn an der Arbeit für Arthurs Gesetz so begeisterte, auch wenn die Dreharbeiten gar nicht mal so einfach waren. Für 6x45 Minuten gab es 52 gemeinsame Drehtage für Liefers und Gedeck. Das war ein Ritt, hat Liefers mal gesagt in einem Interview, zumal es in Marktredwitz auch sehr, sehr kalt war zu der Zeit, als gedreht wurde. Arthurs Gesetz ist also alles in allem eine witzige, eine leicht morbide und vor allem auch eine spannende Serie, die nichts verspricht, was sie nicht auch halten kann.
Am Anfang mögen die Charaktere etwas zu einfältig und zu künstlich wirken. Ich würde aber fast sagen, das ist zum Teil auch wirklich beabsichtigt, weil nämlich fast alle Figuren dann nach und nach neue Seiten an sich entdecken und auch dem Zuschauer neue Seiten von sich offenbaren, sodass eigentlich niemand wirklich eindimensional bleibt, schon gar nicht die Protagonisten. Und es war definitiv erfrischend, die Schauspieler wirklich mal in so ganz anderen Rollen zu sehen, als die, die man sonst von ihnen kennt und an die man sich vielleicht sogar schon so ein bisschen gewöhnt hat. Das größte Kompliment, das man der Serie oder allgemein vielleicht einer Serie machen kann, ist, dass man ja weiter gucken will und wissen will, wie es weitergeht. Und genau dieses Kompliment kann ich auch Arthurs Gesetz machen. Also ich will wirklich wissen, was in den nächsten 3 Folgen passiert. Arthurs Gesetz ist seit dem 31.08. bei Entertain TV verfügbar. Link gibt es natürlich unten in der Infobox von uns. Vielleicht hat es der eine oder andere sogar schon sehen können von euch. Dann könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Serie fandet. Aber bitte nicht spoilern. Ich muss selber noch die Folgen 4, 5, 6 schauen. Und was haltet ihr allgemein von der Entwicklung so in der deutschen Serienlandschaft? Schreibt auch das gerne mal in die Kommentare. Eure Meinung ist tatsächlich nicht uninteressant. Und vergesst natürlich auch nicht, die Filmfabrik zu abonnieren, falls nicht schon längst geschehen. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr immer schön benachrichtigt werdet, wenn es neue Videos von uns gibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bis bald und tschüss.